Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Airships Conquer the Skies. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fangen eine neue Kampagne an. Mittlere Kartengröße, mittlerer Schwierigkeitsgrad, weil wir müssen natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen was steigern. Und diesmal spielen wir einen Ort, den ich eigentlich so schon lange nicht mehr gesehen habe, außer in einem Film. Und wenn es dem einen oder anderen auffällt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich mache jetzt keine Filmwerbung, ist eh ein ziemlich alter Film, noch aus Ende der 70er Jahre. Auf jeden Fall, wir spielen Stahlstadt. Und wir werden der Welt natürlich den Frieden bringen. Wir haben nur Frieden im Sinn. Genau deswegen bauen wir ja so große Kanonen. Das Wappen bleibt natürlich das gleiche. Wo stehen wir? Ah, da unten. Ich muss mich immer noch an die daran gewöhnen, dass die Tasten tatsächlich Sinn haben, außer nur die Karte zu bewegen. Fruchtenbach, Crow Lantern, Pale, Subtle Creek, Cernoglash. Ankten? Ober- oder Unterankten? Wir haben Zugzwang. Ah, okay. Gut, gut. Wir haben ein Einkommen von 55 und unsere Nachbarn haben bald einen Spion am Hals. Wir haben eh keine andere Möglichkeit, weil wir können, glaube ich, nicht direkt einen anderen Gegner angreifen. Geld haben wir auch keins, also müssen wir erstmal ein bisschen warten. Wie sieht's hier aus? Okay. Ja, die bekämpfen sich da oben reichlich gegenseitig. Also für eins von denen haben wir weder das Geld noch das Einkommen. Und, nein. Die Unterhaltskosten von drei sind dabei egal, aber nein, einfach nein. Flammenwerfer ist nicht verfügbar. Warum nicht? Tragedy. Okay, ist auf jeden Fall kein schlechter Plan. Davon können wir auch noch mehr bauen. Ist das Bomberschiff? Tödlicher Wind ist das Enterschiff. Das bauen wir. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet, was es kostet. Deathly Wind 566, im Unterhalt 12. Okay. Und dann hätten. Nein, ich möchte nur eins konstruieren, das reicht mir schon. Ein Strider reicht mir auch. Oh, jetzt schauen wir uns die Stadt an. Die haben tatsächlich immer noch nichts gemacht. Also wenn das mal kein Fehler ist. Zugzwang bleibt hier als Reserveverteidigung. Und der ganze Rest macht sich auf nach New York. Oder New York. New York? New York. Okay, die kann tatsächlich nicht höher. Da
Das heißt, wir setzen die hier hin, dann kann die nämlich einmal unter den Inseln durchtauchen und umdrehen. Okay, Start und sofort Pause. Du bewegst dich und wir brauchen für den Enter-Angriff... Ist das B? Ja, es ist B. Wenn die jetzt so blöd sind, da zu bleiben. Und einmal umdrehen. Das müsste klappen. Ja, das klappt. Juhu! Zeigt's ihnen! Na, ah, das Entermanöver war wohl ein Flop. Schön. Erster Kampf, ein deutlicher Sieg. Haben wir wenigstens keinen Grund zu klagen. Und selbstverständlich gibt es eine sanfte Übernahme. Wir sind doch keine Despoten oder sowas. Wir rüsten auch nur zu friedlichen Zwecken auf. Und deswegen schicken wir auch nur zu friedlichen Zwecken natürlich einen Spion nach Ankten. Und es stellt sich mir immer noch die Frage, Ober- oder Unterankten? Du bleibst, ihr bewegt euch beide hierhin. Uiuiui. Oh, was? Gebäude konstruieren. Thank you.
Nichts Großes, nichts Besonderes, aber reichlich. Wieso zieht er da so viele Truppen zusammen? Das kann gar nicht gesund sein. Okay, die zieht er hier rüber. Dann, ich möchte nicht alles wegschicken, aber die beiden auf jeden Fall. Die Bubo kann mal hier bleiben. Das Enterschiff nehmen wir auch mal mit. Ja. Dann gucken wir mal. Er hat nur diese beiden Festungen. Wir müssen mal auch eine ordentliche Verteidigungsfestung konstruieren. Können natürlich von oben Granaten schmeißen, aber bei den Gebäuden. So einen spektakulären Erfolg hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Gutes Landschiff. Gut gemacht. Hier hast du einen Keks. Gib der Mannschaft eine Woche frei. Sie haben es sich verdient. Ja, jetzt versuchen die da anzugreifen. Ob das klappt, ist auch mal wieder so eine Sache. Ja, für die richtig dicken Dinge haben wir jetzt zwar den Unterhalt, aber noch nicht das Geld in der Tasche. Okay, das dürfte ein Enterschiff sein, wenn ich das richtig sehe. Davon bauen wir auf jeden Fall noch eins. Wo die hinfahren, da wächst kein Gras mehr. Ah, oder wir bauen was Kleineres. So ein Rammschiff hätte natürlich auch was. Könnten wir auch mal ein bisschen mitüben. Kommen die noch rechtzeitig an? Da hochschicken? Nee, ne? Ohohoho. Die setzen aber direkt aufs Volle, ha? Ich lasse ihn mal hier stehen. Wenn einer blöd genug ist, so weit nach vorne zu fliegen, kriegt er, naja, mit der nicht existierenden Ramme einen verplättet. Wir fliehen und behalten lieber unsere funktionalen Städte.
dann holen wir uns die Stadt direkt wieder. Wie ich es mir nämlich gedacht habe, die haben dann nur ein paar Türme zur Verteidigung gebaut. Also mit so einem Landschiff schade, dass die Mannschaften nicht auch noch Erfahrung kriegen, aber eigentlich reichst du alleine für einen Angriff. Na, dachte ich mir nämlich. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Sieg auf brachialer Linie. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken. Sanfte Übernahme natürlich. Die Bevölkerung soll doch nicht dafür bezahlen müssen, dass wir so unglaublich erfolgreich sind. Ne, ihr bleibt jetzt erstmal in der Hinterhand. Tragedies und ein paar fliegende Kanonenschiffe. Ja, so eins können wir auch noch gebrauchen. Und ruhig noch eine Tragedy. So. Noch einer, der nichts hat. Und hier. Ich weiß schon, wie wir das machen werden. Sind alle heile? Wie sieht's hier aus?
Du bewegst dich hier hin. Du bewegst dich hier hin. Und du bewegst dich auch hier hin, weil ich habe die Befürchtung, von hier aus wird der nächste Gegenangriff kommen. Außerdem kämen wir hier nur so oder so übers Wasser drüber. Hier. Eine Tragedy bleibt hier. Und der Rest überrollt den Feind. Die haben niemals damit gerechnet. Und wer so Schiffe aufstellt, ne? Der schießt doch auf Pantomimen. Fahr mal ruhig bis da. Wenn dieser Turm es überhaupt aushält, so lange beschossen zu werden. Dann schieben wir dem im Notfall halt mit ein bisschen Schwung. Oder so. Hoppala. Sowas ist natürlich ungünstig. Da kommt man auch nur schwer wieder raus. So. Ah, ist ganz schön teuer, aber eigentlich ganz günstig im Unterhalt. Bauen wir noch eine Belial im Hinterland und... überraschen unsere Gegner mal damit. Und unser Hauptgegner ist nun mal... Wer ist denn der blau, der rot gestreift? Ist das rot, blau, lila, schwarz gestreift? Ah, ich verstehe, für Flammenwerfer brauchen wir auch noch irgendwas, was Flammenwerfer herstellen kann. Mal. Wir können eine Revolte anzetteln? Das ist ja mal schick. Ja, hier haben die sich halt den Himmel vollgestellt, aber... Mene, Mene, Theke. Aha, ja, Vorsicht, solche Nachrichten, wenn die brennend an der Wand stehen, bedeuten, dass man kein Glück mehr haben wird. Zumindest nicht so bald. Versuchen wir es mal mit der Brachialmethode. Rammen. Fahr mal bis hinten durch, das passt schon. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Wie war das hier? Stadt anschauen. Hier haben die auch nur so einen.
Also könnten wir tatsächlich einfach auf die Dreiste den reparieren wir mal und dann du bleibst hier, du bleibst hier, du bleibst hier. Na, die Irresponsible bleibt auch hier, sonst... Hiervon. Die kosten auch nur 12 im Unterhalt, wow. Was repariert werden muss? Nein. Okay, so eine Inconvenience. Ah, weil Flammenwerfer nicht verfügbar. Okay. Was war nochmal die... Auch so eine Unmatched wäre auch nicht schlecht. Und so eine kleine Bubo kann auch nicht schaden. Ja, und denen dürfte jetzt so Stück für Stück das Geld ausgehen, um sich diese Flotte überhaupt leisten zu können. Das sind Raketen, oder? Okay. Hier irgendwas verpasst gehabt? Habe ich versehentlich auf Fliehen geklickt? Kann das sein? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Das werden wir bei der nächsten Gelegenheit reparieren. Fahrt doch mal kurz vor und zurück, dann haben wir gewonnen. So, eine sanfte Übernahme. Wir wollen denen ja kein Geld lassen. Und hier schicken wir auch mal einen Spion hin. Bei dem vielen Geld. Eine mutige Konstruktion. Was haben wir denn hier inzwischen alles stehen? Die Landschiffe müssen mal raus. Irresponsible. Belial, unmatched. Hier ist nichts zu reparieren. Hier sind
auch alle in Ordnung. Ja, beweg dich mal dahin. Konstruieren, dann machen wir das anders. Schiff erstellen, Design öffnen, Inconvenience. Öffnen. Das ist der Flammenwerfer. Wo haben wir sie? Raketen. Unpräzise, aber wumm. Na, der Rammsporn blockiert natürlich auch wieder alles. Das ist aber relativ egal. Dafür ist das Schiff ja gar nicht gemacht. Einfach nur eine Kajüte rein. B, genau. Design speichern als Inconvenience B und bauen. Dann werden wir den Herrschaften nämlich mal einen kleinen Besuch abstatten. Oh. Hat denn einer das Schiffchen kaputt gemacht? Böse, böse. Sag mal, wie schnell laufen wir? Also den einen Angriff kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ach, wenn er bei jedem dritten Mal klappt. Die haben eh kein Geld, die Schiffe neu zu bauen. Die haben zwar 92 Einkommen, aber überlegt mal, was so eine Luftflotte kosten dürfte. Und überlegt mal, was das für einen Schaden anrichtet, wenn die Schiffe alle runterkrachen. War jetzt zwar richtig teuer, aber hey, juckt uns das? Na, da war das Glück nicht ganz auf unserer Seite, aber hey, was soll's. So, die Tragedy kommt mit. Die Deadly Wind kommt mit. Strider bleibt hier. Die Irresponsible kommt mit. Boar bleibt hier. Zugzwang bleibt hier. Belial kommt mit. Unmatched kommt mit. Für eine mächtige Schlacht haben wir das Geld noch. Und vor allem die Zeit. Tja, seht ihr. Erst wenn man die Schiffe mal so dem direkten Vergleich sieht, merkt man, oh, hauaha, da habe ich aber mächtig Größenwahn gezeigt.
hier wird gleich einiges kaputt gehen, würde ich mal schätzen. Aber wenigstens nicht nur auf unserer Seite. Gib dir mal einen kleinen Stups. Und dann alle Mann rüber. Die Belial soll sich mal bitte hier hin bewegen. Ja. Voller Sturzflug nach unten mit dem Dingen, würde ich mal sagen. Und die Deadly Wind. Der Timer ist mir jetzt sowas von egal. Zieh dich zurück. So. Ein Überblick um Himmels Willen. Löwe Crew 1. Ja, ist wahrscheinlich... Lass das Schiff einfach. Wir... So weit kommt das noch, dass hier einer stiften geht. Matcht irgendwo hin? Eigentlich auch nicht. Was mit der Belial? Kann die ein bisschen hoch? Ja. Gut, dann kann die Tragedy eventuell auf die direkte Weise landen. Deadly Wind nach hier oben. Wenn es der gelingt, das eine Schiff runterzuschieben. Nee? Okay. Okay. Kommt die Unmatch darüber hinweg? Nein. Das könnte jetzt böse werden. Zieh dich mal ganz schnell nach hinten zurück. Ist der Antrieb kaputt oder sind einfach nur zu wenig Leute da? Ich würde fast sagen, es sind zu wenig Leute da.
Weil wenn die Inconvenience runterkommen, dann sind die da unten alle erledigt. Wobei, da unten ist eh nicht mehr viel zu machen, ne? Also... Früher oder später wird die Inconvenience da runterkommen. Und dann passiert das, genau. Ja, sie schreien ja. Du hast auch keine Kohle mehr. Kannst aber noch darüber. Hast du noch? Ja, du hast noch. Ja! Unsere Schiffe haben zwar auch ein paar Kratzer eingesteckt. Und den Erfolg habe ich jetzt wirklich nicht geplant, wo auch immer jemand daneben gesprungen ist. Sieg! Ja. Okay, für heute belassen wir es dann bei dieser Folge. Speichern. Stahlstadt. Let's Play 01. Es wird ja nicht mehr viele dazu geben. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal auf die Schnelle zu Ende und dann machen wir direkt wieder was Neues. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. War eine schöne Endschlacht, muss ich ja sagen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter, kostet auch nichts. Dann schreibt mir aber auch nur kurz in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit ich weiß, bin ich scheiße, ist das Spiel scheiße. Müsst ihr mir ja schon sagen, noch kann ich nicht Gedanken lesen.